Pieter Kucke van Aalst war einer der großen flämischen Maler der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Vor allem schuf er zahlreiche Triptychen, die in ganz Europa verkauft wurden. Er war einer der größten Maler seiner Zeit. Unser Bild hier zeichnet sich nicht nur durch sehr hohe künstlerische Qualität aus, sondern vor allem durch seine Provenienz. 1840 tauchte es in Den Haag auf und wurde von Willem II., dem damaligen König der Niederlande, für seine Sammlung erworben. Diese Sammlung wurde in einem Anbau des Knöterdijk-Palastes in Den Haag museal präsentiert. 1849 starb Willem II. Die Familie beschloss, sich von der Sammlung zu trennen und organisierte eine Auktion im Jahr 1850 in Den Haag. Dort wurde das Bild an den Prinzen Friedrich, den Bruder des verstorbenen Königs, verkauft. Und im Erbgang gelangte es in die Sammlung der Fürsten zu Wied, bis es in den 1960er Jahren in London versteigert wurde. Das Bild zeigt sich als ein Meisterwerk Kucke van Aalst. Die Anbetung der Könige gab ihm Gelegenheit, Architektur darzustellen, worin er sich als progressiv erwies. Es gab ihm auch die Möglichkeit, exotische Stoffe zu gestalten. Die drei Könige, die Magier, sind exotisch gekleidet und man sieht an ihnen, dass Antwerpen damals das europäische Handelszentrum war, wo alle diese Damaste, wo die Pelze und so weiter auf dem Markt zu haben waren. Das heißt, der Maler Kucke van Aalst konnte sich an Dingen orientieren, die ihm in Antwerpen zur Verfügung standen. Mit der Infrarotreflektographie sieht man, dass er sich bei der Komposition und bei der Anfertigung des Bildes doch eine große Mühe gab. Man erkennt Pentimenti, das sind Abweichungen vom jetzigen Aussehen des Bildes, die er dann wieder übermalt hat. Man sieht zum Beispiel, dass die steinernen Engel da oben, dass die ursprünglich anders positioniert waren. Er hat sie dann, um die Komposition geschlossener zu halten, ein bisschen verschoben. Verändert hat er auch die Hand des Christuskindes. Diese Hand tauchte ursprünglich in das vergoldete Gefäß ein. Er empfand das offenbar als unpassend für Christus und hat die Haltung der Hand dann verändert, sodass diese Hand neben dem vergoldeten Gefäß jetzt zu sehen ist.